Hey, Leute, ich bin schon wieder im Gefängnis von TV-Woman. Ach, Manu. Warum passiert mir das eigentlich immer? Was läuft denn hier? Ach, komm, ey. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir werden heute aus dem nächsten Knast ausbrechen. Und dann hoffentlich für immer. Lasst ein Like, wenn ihr Bock drauf habt, wir gehen rein und viel Spaß. Let's go. TV-Woman, lass mich bitte aus dem Gefängnis. Komm schon. Och, Mann. Was soll denn das? Leute, ich bin das letzte Mal aus dem Skibidi-Toilet-Knast ausgebrochen und hier gelandet. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier wieder rauskomme. Was können wir hier so machen? Okay, Moment mal. Hier sind ganz schön viele drin in der Zelle. Und was ist das hier? Ein Barry-Baby? Oh, Leute, wie süß ist das denn? Ey, wenn ich Barrys Prison Escape mal zocken soll, lasst ein Like da und Hashtag Barry in die Kommentare. Dann zocke ich auf jeden Fall mal das Barry Prison Game. Ich gehe jetzt erstmal hier raus aus dem Knast und muss mal gucken, was jetzt hier passiert. So, Moment mal. Breche ich das Ding doch einfach mal? Guck mal, wie rostig das ist. Ah! Oh, ich habe das Ding nicht aufgebrochen. Aber egal, wir kommen raus. Das Ding mache ich aber kaputt. Bam! Raus hier. Okay, Leute, das sieht ziemlich gut aus. Oh, was ist das denn hier? Schon ein bisschen süß, ne? Aber auch irgendwie gefährlich. Was für ein Ding? Ich soll mich in Acht nehmen? Ich habe das Teil fast gar nicht verstanden. Aber okay, ich, oh mein Gott. Was zum... Was ist denn da unten passiert? Seht ihr das, Leute? Barry ist tot. Und das B... War das ein Geist gerade irgendwie? Oder was, was läuft da? Da unten ist auch noch irgendwie so eine andere richtig abgehalfterte Toilette. Okay, Leute. Kein Problem. Ich drücke den Knopf. Und wir laufen hier rüber. Let's go. Ganz schnell raus aus dem Gefängnis. Wer ist er denn? Oma Barry. Ich will hier gar nicht weiter gucken. Moment mal. Ich muss das Teil hier nehmen. Und damit das Ding hier aufmachen. Sehr gut. Wir haben hier einen Secret Room von TV-Woman. Ja. Das kann auch gerne ihr Secret Room bleiben. Ich muss jetzt nämlich versuchen auszubrechen, TV-Moment. Lass mich in Ruhe. Ich werde nicht mehr in den Knast gehen. Lass mich. Oh Gott, die kommt ja bis nach oben. Hey, warum sind hier irgendwelche Laser? Oh mein Gott. Alright, alright. Okay, Leute, wir sind wieder safe. Alles entspannt. Ich hab das hier. Gar kein Problem. So, dann machen wir uns mal vom Acker. Seht ihr das da unten? Ey, was ist das denn? Ein geheimes Gibbidi-Toilet-Secret-Video? Das habe ich noch nie gesehen. Ja gut, ist mir auch egal, weil ganz ehrlich, Leute, der Gefängnisausbruch... Oh mein Gott, ich habe den Knopf nicht gedrückt. Okay, Moment. Ich... Hä? Das Bild ist jetzt aber mal wieder weg? Ich drücke jetzt den Knopf, ist mir egal. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Jetzt müssen wir nochmal durchziehen. Oh Gott, TV-Woman ist gleich da. Komm schon, komm schon, komm schon. Durchziehen. Fast, 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 fast. Ja. Safe, wir sind safe, Leute. Alles entspannt. Alright, alright. Und wir gehen hier durch den Vent. Sehr gut. Freunde, runter damit. Wo sind wir jetzt? Aha. Wir sind hier in der Toilette. Boah, Junge, wer hat da denn dann abgeseilt? Alter. Ich mach mal die Tür hier auf und da unten ist ein Loch. Da springe ich rein. Was machen die da hinten? Ja, Mann, lass mich runter, Alter. Lass mich runter. Leute, was ist denn das hier, Mann? Ich könnte mir Telekinese natürlich auch holen. Aber brauche ich nicht, Leute. Ich komme nämlich auch so aus dem Gefängnis raus. Oh Gott. Bin ich schon einmal gestorben? Ich glaube nicht, ne? Bisher haben wir einen guten Run. Leute, ich glaube, ich fühle es. Das wird ein ganz cleaner Gefängnisausbruch. Ja, für dich auf jeden Fall nicht, Brudi. So, vorsichtig. Wir gehen mal auf diesen Schalter. Und Wege wurden generiert. Bro, du musst zurück. Was ist denn bei dem los, Leute? Der ist ja richtig lost in space. Okay, wir gehen hier hin, da lang und da hoch. Es geht in die Skeleton Chamber. Oh, ich habe nur Schlimmes gehört. Wer da reingeht, kommt da nie wieder raus. Sag ich ja. Was? Bro. Oh Gott. Fast bin ich gestorben, Leute. Wir gehen hier hoch. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Wir laufen einfach geradeaus durch und verstecken uns hier drüben. Okay, weit weg. Und weiter geht's. Cleaner Run, cleaner Run. Ob ich es bis zum Ende schaffe? Ich zieh nicht durch. Und let's go. Jetzt geht's raus.
Da vorne ist wieder so ein Laser. Was für ein Mist. Aber kein Problem. Ihr kriegt mich nie. Oh nee, ne? Das ist noch eine Chamber. Und diese Chamber ist sehr gefährlich. Oh Gott. Da ist die V-Woman wieder. Ich muss jetzt ganz schnell das Ding deaktivieren. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ich habe das Teil gedreht. Wo ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist Cameraman. Camera Titan in Mini. Was für ein Loser. Oh oh. Fällt da was runter? Hoffentlich nicht. Ich spring ganz schnell. Oh Gott. Zum Glück sind wir hier. Was kann man hier machen? Man könnte sich verwandeln. Aber nein. Vielleicht könnte ich mich in einen verwandeln, sodass die mich nicht mehr entdecken können. Das wäre natürlich eine geile Idee, würde ich mal sagen. Dann wären wir so ein bisschen getarnt. Aber nee, Leute. Ich drücke den Schalter. Ich will nach oben. Fahr mich sofort hoch. Meine Füße sind im Fahrstuhl. Ist das neu? Okay, wir haben hier rechts die Cameraman-Cafeteria. Da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Kann ich hier so eine Schlüsselkarte durchziehen? Nee, das geht nicht. Okay, gut, Leute. Dann würde ich doch sagen, nehmen wir uns eine Dose Energy und ziehen komplett durch. Wow, ich bin auf einmal der Schnellste. Let's go. Oh, Leute, da drüben sind Kreissägen, kein Problem, da kann ich einfach rüberlaufen. Was ist das denn hier? Moment mal. Wow, das sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus, muss ich schon sagen. Aber, krass hin oder her, ich muss raus hier. Denn, Leute, wie ihr wisst, ich breche aus dem Knast aus, weil ich meine YouTube-Videos aufnehmen muss und das sonst nicht kann. Boah, ich habe gerade richtig einen fahren lassen, ne? Ich glaube, der Energy war schlecht. Gehen wir mal hoch. Was haben wir hier? Hä? Da vorne ist was. Hallo? Ja, das finde ich gut. Gönn den Video ein Like, Digga. Habt ihr gehört? Wir gehen hier rüber. Wir müssen das Kind leider da lassen. Wir könnten mal das Wheel spinnen. Nö, natürlich nicht, Leute. Wir holen uns jetzt erstmal eine Leiter. Aber woher denn bitte? Kann ich einfach auf die Leiter rauf? Sieht so aus. Warte mal, vielleicht kriege ich das da oben. Da. Ja, ich habe es aufbekommen. Und wir können hoch. Ich fühle es. Wir sind ganz nah vor dem Ausbruch. Oh, nein, nein, nicht schon wieder der Airvent. Ah, auch das schaffen wir. Leute, ich bin auf einem ganz, ganz sauberen Ausbruch. Hashtag sauber, wenn ich mich bisher sehr gut gemacht habe, in die Kommentare. Weil ich finde, es läuft ziemlich gut. Es muss aber auch weiterhin so gut laufen. Deswegen muss ich mich jetzt arg konzentrieren. Komm schon, keinen Fehler machen. Keinen Fehler machen. Boah, Leute, es ist viel Druck auf mir. Aber am Ende des Tages zählt nur der Spaß. War ein Witz, Leute. Es zählt nicht der Spaß, zählt das Gewinn. Und das wisst ihr auch. Warte mal, von da bin ich doch gerade erst gekommen. Gott sei Dank bin ich da nicht hingesprungen. So, gehen wir mal hier oben hin und einmal darüber. Let's go. Wir müssen hier runter und etwas deaktivieren. Kein Problem für mich, kann ich easy deaktivieren. Oben geht eine Rauchsäule weniger. Das ist gut. Das heißt, wir müssen noch zwei von den Dingern finden. Und dann gibt es noch weniger Qualm. Okay, Moment, Mann. Ich spring mal hier hoch. Ja, da hinten ist noch eins. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, warte mal. Ich könnte natürlich einen Shortcut nehmen. Springen kann ich, ne? Shortcut. Easy. Wir haben einen kleinen Shortcut genommen, Leute. Dadurch haben wir eine gefährliche Situation vermieden. Das ist gut. Fraglich ist natürlich nur, wenn die Bosse nachher kommen, ne? Leute, das müssen cleane Kämpfe werden. Wir haben jetzt nur noch ein einziges qualmendes Rohr, was uns verletzen könnte. Und das auch, das haben wir jetzt ausgeschaltet. Das ist gut. Gehen wir hier mal dran vorbei. Wir kommen hier auf Easiness hoch. So, Moment. Einmal darüber, aber da unten ist was. Cool. Ich habe eine goldene Trophäe gefunden, ein Secret. Ha, easy. Muss man auch mal mitnehmen. Aber goldene Trophäe hin oder her, der Gefängnisausbruch steht immer noch an. Und, oh, ich kenne das, das ist gar nicht gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, bitte, lass mich einfach rüber, ich, komm schon. Ja, oh. Puh, Leute. Ey, da hatte ich gerade ein bisschen Angst, ne? Als ich zu diesem Teil dagegen geflogen bin, dachte ich echt, es drückt mich weg. Aber alles entspannt. So, wir werden jetzt hier hochgeschleudert und... Oh Gott, da sind Skibbidis! Schnell, rein in den Vent.
Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr gut. Alright. Wo sind wir jetzt? Der Cafeteria. Das wird nicht gut enden. Das wird gar nicht gut enden. TV-Man! Nein, das ist der TV-Man! Du kriegst mich nicht, du Schweinebacke! Da hinten ist die Foodzucker. Wir müssen uns die ganz schnell schnappen. Komm schon, komm schon, komm schon! Waffe nehmen! Okay, was willst du denn, hä? Was willst du denn? Oh Gott. Oh Gott. Sie kommt hier rüber. Oh, das ist nicht gut. Stirb! Du kriegst die Foodzucker in dein Gesicht! Komm schon! Oh, oh. Oh, oh. Ich muss ausweichen, das Frischgewischschild. Komm schon, komm schon. Stirb, TV-Woman. Boah, war das knapp, ey. Oh, Leute, so gefährlich. Aber wir sind richtig gut dran. Ey, ich fühle gerade diese Runde. Das ist die Runde meines Lebens bisher. Aber das kann sich auch immer ganz schnell ändern. Ihr wisst ja, wie es ist. Wir rutschen jetzt auf jeden Fall erstmal hier runter. Und da ist die Frage, was passiert? Was passiert hier? Jawohl, auch das haben wir gemeistert. Und einmal rüber. Oh, das war, glaube ich, gerade auch schon wieder. Egal, egal, egal. Mann, Leute, ich bin fast draußen. Exit! Das ist es, wir sind raus. Let's go! Oh, nein. Oh, no. Laser of Doom. Oh, mein Gott, die sind so schwer. Ich persönlich, Leute, finde die Laser richtig schwer. Aber passt auf. Dim, dim, didi, dim, dim, didi, dim, dim. Di-di-dim. Di-di-di. 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 Das haben wir auch gemeistert. Und rüber hier. Let's go. Moment mal, was ist denn das hier? Brody, was machst du hier? Hey, Bro, Mann, ich bin gerade vom Mond hier gelandet. Alter, was machst denn du hier? Hast du irgendwie Treibstoff für mich? Digga, was babbelst du da für einen Mist? Nein, Mann, ich hab nichts für dich. Leute, weiß ich ja nicht, was ich dazu sagen soll. Können wir irgendwo hochlaufen? Nee. Schlecht. Es wird jetzt möglicherweise die größte Challenge auf uns warten. Nein, tut's nicht. Wir konnten nämlich easy rüberkommen. Und jetzt kommt der Final Boss. Titan Speakerman! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hilfe! Guck dir an, wie viel Leben der hat, Junge. Wie viel Leben hast du? Titan Speakerman, du steckst mich nicht in den Knast. Was ist mit dir? Ich dachte, du bist für die Guten. Leute, kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Bam. Was willst du denn? Was willst du denn? Hol doch deine ganzen Freunde. Was rollt da hinten? Seht ihr das? Keine Ahnung, was das war. Aber gut, ich glaube, Leute, wir haben es geschafft. Hey. Wir haben es geschafft, Mann. Ich bin draußen. Haha, ihr seid alle... Oh, oh, ich gehe hier lieber... Oh Gott. Okay, Leute, wir riskieren es lieber nicht. Was ist das denn? Ein Portal? Alter, wie cool ist es? Warte mal ganz kurz. Da steht ein Pfeil. Wir sollen in das Portal reinlaufen? Was wird wohl passieren? Ha, guck ich mir das doch mal an. Oh, oh, oh! Hä? Nein, ich bin schon wieder im Gefängnis. Leute, ich dachte, wir wären draußen. Oh, Denno. Alter, wir sind im Gefängnis. Bro, was geht denn hier ab? Ich glaube, die Skimmy Toilets haben uns eingesperrt, Mann. Ich war ohnmächtig. Schau mal da hinten, der läuft gerade Patrouille. Alter, was ist das denn? Meinst du, wir können mit dem verhandeln oder so? Ey, Skimmy Toilet, lass uns raus. Hallo. Meinst du, dass wir mit dem verhandeln können, Mann? Der sieht ja gar nicht so aus. Ich glaube nicht, Bruder. Da oben, ich glaube... Warte mal, wir können hier, glaube ich, ausbrechen. Wait. Folgt mir. Ist das ein Lüftungsschacht? Können wir da rein? Ja, ich glaube schon. Lass mich mal gucken. Oh mein Gott. Er guckt gerade. Warte, ich gebe dir Deckung. Mach das Ding auf, Mann. Warte, warte, warte. So. Oh, ich hab's aufgekriegt. Jawohl, okay. Weg hier. Oh, aua. Warte. Ah, geh da bloß nicht rüber, Bro. Ich weiß nicht, was das ist, aber das tut weh. Ich tritt da drauf, tut mir leid. Leute, lasst ein Like da, ich tritt da jetzt drauf. 3, 2, 1. Oh, okay, Bro, du solltest da nicht rüber gehen. Du hast Damage genommen. Du hast Damage genommen, deine Lebensleiste. Ja, du auch. Hier. Oh ja, stimmt. Naja, cool. Ey, was macht hier Sonic? Ist es Sonic Skibbity Toilet? Okay, ich will lieber doch nicht mit dem reden. Ich glaube, der will dir was andrehen, Mann. Wir gehen jetzt einfach hier über diese Toiletten rüber. Let's go. Diese Energy-Dose geben. Nein, nein, nein. So, erstmal hier rumspringen, Alter. Wir schaffen... Oh! Nein, ich bin down. Der Profi, Digga.
Warst du das, der gerade geschrien hat? Nee. Ah, das war ich? Nein, das war mein Charakter. Okay. Das warst du. Oh, okay. So, let's go. Bloß nicht das blaue Zeug. Das ist bestimmt von Sonic. Ich will nicht wissen, was für eine Flüssigkeit das ist, aber ich glaube, Sonic hat hier was hinterlassen. Wir gehen jetzt erstmal ganz schnell hier weg und ich habe so ein ganz ungutes Gefühl, wenn du jetzt mal vielleicht, ich weiß nicht, ob du gut räumlich denken kannst, aber ich habe so das Gefühl, dass wir gerade in Richtung der Skibidi Toilet gehen. Bro, bist du hier irgendwo? Ja. Ich bin auf dem Weg. Ich habe gerade gedacht, deine Plattform, warum läufst du in der Luft? Aber ich habe die noch nicht geöffnet. Okay. Hey, das Titan Speaker Man in Blau ist Polizeiofficer. Okay, also, aber die Frage ist jetzt, weil die Skibidi Toilet ist ja auch ein Polizeiofficer, ist der jetzt gut oder schlecht? Ich habe keine Ahnung, Bro. Vielleicht ist das auch ein Skin, den wir ausrüsten können. Also, wenn ihr wollt, dass wir das nächstes Mal benutzen, dann schreibt einfach mal TV-Man in die Kommentare. Oder was? Das ist ja gar nicht TV-Man. Das ist Titan Speaker Man. Titan Speaker Man, ich sag's immer falsch. Wait, dreh dich mal um, Alter. Siehst du die Katze? Hä? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, aber das Ding ist an der Kette. Ah, man kann da nicht raufspringen. Ich hab's probiert. Nein, nein, man springt da durch. Okay, dann lass uns weitergehen. Wir müssen nämlich hier richtig krass entkommen, weil die Skibidi Toilets, die lassen uns sicher nicht einfach so gehen. Wir wissen zwar nicht, was wir verbrochen haben. Oh, okay. Meint ihr, wir sollen da runtergehen? Weißt ich glaube, du gehst da runter. Ja, ich geh vor, oder? Ich geh vor. Okay, alles klar. Oh mein Gott! Lauf, 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 lauf! Lauf, Kollege, komm, komm rein! Komm rein, die Skibidi Toilet! Wir sind draußen! Oh Gott, hallo? Warte mal, was ist das gegen Zombies? Nein, 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 ich will hier nichts gegen Zombies. Wir versuchen uns hier einfach Klappen und den Boden zu erwischen. Lauf, Digga, lauf! Oh Gott, die Taschenlampe! Ich bin noch unten! Wo ist er? Ich höre ihn, ich höre ihn! Lass ihn mit der Oh mein Gott! Hat er dich? Bro, ich bin oben! Ich bin oben, wo bist du? Komm, komm, komm! Lauf, lauf, lauf! Wo lang? Wo lang? Wo lang? Hier oben aufs Rohr! Du musst aufs Rohr hier hoch! Nein, 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 nein! Warte! Er kommt hier gar nicht hoch, oder? Er kommt hier gar nicht hoch. Ah ja. Toiletten Gott. Können ja gar nicht Treppen laufen. Habe ich vergessen, Leute. Was ich bin ja Experte. Was für ein Geräusch? Alter. Bro, da unten siehst du, da ist noch eine Toilette. Die hat sich, glaube ich, übergeben oder die ist ausgelaufen. Hier sind sogar... Ey, warte mal. Guck mal da drüben in den Gefängnissen. TV, Spider und was soll... Ist das eine Grimace-Toilette? Ich glaube, das ist eine Grimace-Skibidi-Toilet. Meinst du, das ist hier kein Gefängnis, sondern Experimente-Tells-Labor? Oh, das weiß ich nicht. Okay, Bro, aber nicht so ungut. Wir müssen hier jetzt echt mal rauskommen, weil Experimente hin oder her, hier will ich nicht sein. Ich auch nicht, Alter. Vor allem, was ist gerade mit dem Skibidi-Toilet passiert? Hast du den vermöbelt? Ich sehe den nicht mehr. Der ist einfach weg. Wenn er weg ist, ist das nicht gut. Es könnte sein, dass... Oh, vielleicht wartet er irgendwo auf uns, weißt du? Nein, der ist da, der ist da, der ist da. Okay. Ah ja, ich sehe ihn auch. Oh, der steht, das ist ein Zombie und der hat Leben. Also man könnte den theoretisch besiegen. Meinst du, wir sollen den besiegen? Ich glaube, wir hauen lieber ab. Meinst du, es gibt einen Bosskampf später noch? Es kann halt echt sein. Wofür gibt's denn sonst eine Lebensleiste? Okay, diesmal springst du. Oh, okay. Und was ist da unten? Oh! Okay. Hier ist nichts, alles cool. Okay. Och nee, Mann, wer war denn hier schon wieder auf Toilette, Mann? Ey, Heidi, Bro, das war's doch locker, du. Ey, yo, ey, weißt du was? Ich war das sicher nicht. Das war bestimmt hier der G-Man. Das ist bestimmt der hier. Das ist safe der hier gewesen. Oder warte mal, was ist denn das für eine... Du meinst also, die Toilette riecht wegen G-Man. So, ich sag du was, das bin mir ganz sicher. Also und ich hab kein... Alter, da warst doch du drauf, als wir hier reingekommen sind in den Knast. Nein, das ist Eistee. Das ist kein... Das ist so eine Art, wie ich Eistee koche, weißt du? Ja, ja, Leute. Hashtag, ich weiß genau, in die Kommentare, wenn ihr genau wisst, was Phase ist. Genau, Bro. Aber warte mal. Dieses Zeug ist ja giftig. Wenn es aus mir rauskam, wie ist das dann möglich, dass das dann giftig ist? Also, I don't know. Ich glaube, ich hier gibt's noch ein Geheimnis. Auch nicht. Warte Oh, hier stinkt's ja richtig, Alter. Das warst du aber dennoch, Alter. Bro! Safe, dieser grüne Rauch, der da rauskommt. Oh das mein Gott! Nein, nein, nein. Oh, Alter, das ist das ja sieht wirklich sauber aus. So, kann ich mich ducken? Ey, guck mal hier drüben rein. In der Toilette ist ein Loch. Was ist, was ist denn hier passiert? Oh, man kann es hier runtergraben, Bro. Oh, wow. Nimm die Schaufel. Oh, ja. Oben, wie in Minecraft. Wie in Minecraft. Let's go, runter. Okay. Ach, yes! Was? Was ist das? Alter, wo sind wir denn jetzt gelandet? Sind wir noch in dem Gefängnis, Mann? Bro, ich glaube, wir sind in den Katakomben.
Ey, das erinnert mich so hart an alte Spiele, die ich gespielt habe. Und ich weiß, du darfst dieses grüne Zeug nicht berühren. Das ist sehr gefährlich. Oh, okay, ja. Also, wir müssen ja irgendwie jetzt raus aus dem Gefängnis. Aber dass das hier so weit runtergeht, puh. Ich hätte es nicht gedacht. Bro. Oh. Hier ist die Grimace Skibidi Toilet. Siehst du die Brücke da vorne? Siehst du auch die Risse ja, in den Platten? Ja, ich sehe die Risse da in der Mitte. Seht ihr das, Leute? Da dürfen wir nicht drauf steppen. Meint ihr, ich kann? Warte mal, ich riskier's, Bro. Ich versuch auf das Seil. Okay, es geht nicht. Es geht nicht. Er will den IQ-Move machen, aber nächster. Oh Gott. Okay, komm. Ich hab's gehört. Ganz knappe Kiste. Ist direkt eingebrochen, nachdem wir da drauf gewesen sind. Was? Wir müssen in eine Toilette rein? Ist das dein Ernst? Ah, vielleicht ist es ja... Ey, Bro, ich glaube, dass wir hier Teile von gewissen Experimenten sind. Das ist gar nicht der Ausgang. Das ist vielleicht der Plan. Vielleicht wollen die uns ja hier hinlocken, dass wir dann irgendwie, uns freiwillig ergeben. Oder, I don't know. Ich weiß es nicht. Wir finden's mal raus, oder? Okay. Rein in die Wow. Hörst du das? Ist das... Was ist das für eine Musik? Was war das? Ey, Bruder, ich hab ernsthaft Angst. Wo sind wir hier? Das ist doch... Was ist das? Ist das... Ich will's nicht wissen. Wir sind gucken. In einer Toilette, denk dran, das ist die Spülung. Wir gucken mal. Ich bin runtergefallen. Bro, wir sind hier in einer Spülung drin, vergiss das nicht. Was ist das für ein Ball? Ich kann's dir nicht sagen, aber auf jeden Fall sieht er nicht gut aus. Und ich glaube, wir müssen einfach... Ey, bist du erwischt worden? Wo bist du? Hä? Was war das denn gerade? Oh mein Gott. Oh. Ich glaube... Oh, warte, ich verstehe, wo wir hinlang müssen. Weißt du was? Vielleicht gibt's ja ein Secret. Vielleicht gibt's ja hier unten ein Secret. Oh nein, gibt es nicht. Lauf, okay. Bro, lauf, Bro, lauf, Bro. Ich laufe. Oh mein Gott. Was? Wie hast du das überlebt? Ich weiß es nicht. Ich dachte, es wäre zu... Es ist zu spät. Bitte. Nein, Denno! Denno! Heidi! Schnell. Okay, ich bin wieder da, Alter. Okay, mein hoch Gott, hier. Das war so ekelhaft. Was? Hast du das gerade gehört? Wer hat hier gefurzt? Hast du das? Nein, Bruder, ich doch nicht. Warte mal. Da ist die Spinne, Skibidi die Toy. Oh, siehst mein du das? Ich höre es gerade auch. Okay, wir gehen einfach rein, wir gehen einfach rein! Er hat mich gesehen! Nein! Oh Gott! Wo lang? Oh mein Gott! Yes! Hoch! Ja! Heidi, wo bist du? Bro, okay. Du musst bis nach hier oben laufen. Lauf bis nach hier oben. Hier, zu mir. Okay, da kommt gleich eine Kugel runter, Brudi. Oh mein Gott. Vorsichtig. Nein, nicht gut. Ich will dich nicht wegschieben, Alter. Kein Problem, ich bleib einfach auf dir drauf. Let's go. Wann kommt die Kugel denn? Ich hab sie kurz gesehen. Alles safe. Okay, entspannt. Du musst mich vorwarnen, du bist höher als ich. Du hast den High Ground. Jetzt okay. Nicht mehr, aber was zum... Was ist das denn hier? Warte, Respawn. Nee, Moment, das brauchen wir erstmal nicht. Wir müssen... Warte, kommt jetzt ein Bosskampf? Was passiert? Ich kann es dir nicht sagen, aber wir werden, glaube ich, gerade hochgefahren. Ja, Bruder, ich bin wahrscheinlich in deiner Sicht unter dem Boden, oder? Ja, ganz klar. Okay. Security Training. Warte, was? Was? Das TV! Alter, siehst du das? Yo. Das sieht aus wie so ein Skibidi Toilet Video. Ich glaub schon, Alter. Vielleicht die neueste Episode? Egal. Wir müssen raus. Wir müssen uns fokussieren, ja. Bro. Vielleicht kann man den Schalter hier... Nee, kann man natürlich nicht. Okay, Bro. Ich glaub, wir gehen hier links rein. Aber die Sicherheitskameras, das ist alles Teil des Plans. Die sehen uns. Glaub Warte mir. Warte mal. Was? Oh Gott, was ist denn hier los? Wow, Moment. Ich bin unglaublich schnell, Mann! Wow. Und ich bin runtergefallen. Ich hab den Michael Jackson gemacht. Mein Runterfall. Schnapp den Energy, Bruder, und dann geht's rüber hier. Okay, ich trink den Supersonic-Modus. Let's go. Oh mein Gott, Alter, ist das krass. Rechts ist ein Secret, Bro, ganz sicher. Alles klar, ich bin gleich da. Vor mir nach rechts gehen. Oh, okay. Was ist da hinten? Das ist ein Ei. Oh nein, ich bin runtergefallen. Nein.
Ey, ich komm da nicht hin, Mann, weil ich hab das erst zum Ende gesehen, Bro. Probier's nochmal. Komm, es lohnt sich, glaub mir, es lohnt sich. Vorsicht, Alter, beweg dich bloß nicht zu weit nach links. Du wirst sofort von der Dings rausfallen. Bist du da? Denno, du bist da! Ja, ich bin hier, was ist das für ein... Sollen wir alle gleichzeitig drücken? Oh mein... Ich hab Skin freigeschaltet. Hey, Bro, was geht, Mann? Alles cool bei dir? Ich bin jetzt zu Sonic. Ja, jetzt warst du es mit dem blauen Zeug. Das warst du. Jetzt weiß ich's. Hier, schwarz auf weiß, du bist Sonic. Nee, warte mal, du siehst doch genauso aus wie ich. Okay, komm. Wir probieren's nochmal. Lecker Energy. Let's go! Der, wie cool ist das denn, Mann, mit Sonic zu laufen? Yeah, Mann, ist das nice. Alter, jetzt fühle ich mich wenigstens so schnell wie Sonic. Aber können wir uns jetzt auch wieder zurückverwandeln? Weil ich will ja jetzt auch nicht ewig Spider-Sonic sein. Ja, ich glaube... Bro, wo kam das Geräusch denn her? Das kam von tief unten, mein Bester. Ich habe eine Idee. Wenn wir hier durchgehen, wir müssen so einen Checkpoint irgendwie haben. Komm mal her. Und vielleicht kann man jetzt, ich probier's, Charakter zurücksetzen. Ja, alles safe, Bro. Ist brand safe. Okay. Oh, zum Glück, Alter, ich bin wieder normal geworden. So, Storage Room, was ist da drinne? Okay. Warte mal, hier drüben ist ein Ei. Warte, schon wieder? Das ist doch bestimmt ein Skin, oder? Ja, aber der Skin ist echt nicht so cool. Es ist einfach so ein Pilz. Teil, was ist das? Blue Cat? Kennst du Blue Cat? Der sah so ein bisschen so aus wie du, fand ich. Was? Ich glaube, ich habe mich hier verhört. Nein! Also, meinst nicht? Ich? Nein, auf gar keinen Fall. Was meint ihr in den Kommentaren? Moment, ich kann das Teil verschieben. Ah, okay, ich habe es mitgenommen. Siehst du das auch? Ja, ich auch? Ja, ich habe die Leiter jetzt selber und ich glaube, wir müssen sie hier an diesen Wänden dran stellen. Ja, genau. Und dann kann man hier hoch. Und dann kann man... So, oh, ich kletter hoch. Ich hey, Mann, du bist auf mich raufgesprungen. Manu. Es tut mir leid. Aber ich sehe, du verschiebst meine Leiter gerade. Na so. Los, komm hoch, okay, Alter. Okay, ja, komm ich bin da, alles cool. Oh, Bro, wir sind jetzt in der Kühlkammer. Es ist hier richtig kalt. Und windig, Mann. Oh Gott. Oh mein Gott, das ist schwieriger, als es aussieht. Okay, lauf. Alter, los. Nicht springen, Junge. Das macht's schlimmer. Jawohl. Yo. Let's go. Alter, das ist alles Teil des Gefängnisses. Die haben ja eine Riesenfabrik hier. Was soll ich sagen? Also dieser Knast, es ist echt schlimm, wie groß der ist. Ja, eigentlich ist das schon gefühlt ein Freizeitpark. Das Skibidi-Toilet-Freizeitpark. Ich würde hingehen. Also, ich würde ehrlich sein. Natürlich. Ja, doch. Ich kann mir das hier auch ganz gut vorstellen. Vor allem, wenn es diesen Energy gibt, wo man dann pups ja. Und rülpst. Die Soundeffekte, die fehlen natürlich nicht. Die braucht es. So, wo bist du hin? Denno! Hier vorne ist was. Warte mal. Moment. Komm mal her. So. Man kann hier was aktivieren. Oh, nein! Oh, Mann, er muss komplett von vorne laufen. Ich bin gleich da, Alter. Okay, das hier ist Nummer 2. Also anscheinend gibt es 3 Stück von diesen Dingern. Und das dritte müsste oben, glaube ich, sein. Ja, genau, das ist hier oben. Und da kommt dieses blaue Gas raus. 3 Pipelines gibt es da anscheinend. Und wenn wir das jetzt hier noch ausmachen... Easy. Okay, schaffe ich den Sprung? Okay. Schaffst du. Ja, so. Ah, jetzt kommen wir durch. Nice. Nice. Okay, ich habe auch schon das Gefühl, dass wir kurz vorm Ausbruch sind. Also es dauert nicht mehr lange. Das wirkt so gerade, als wäre ich am Nordpol irgendeiner unterirdischen Fabrik. Ich weiß es nicht, was die hier mit uns machen wollen, ey. Ja, den fühle ich. Oh mein Gott, es geht weiter. Es wird jetzt ja immer werden schlimmer. Wir geschoben, Mann. Ich meine, okay. Oh nein. Spring, oh Gott! Spring! 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 Oh Gott! Oh, es geht weiter! Was? Na los, ich überhole dich! Digga, wie schwer ist das denn? Ey, wir sind beide zeitgleich gefallen. Bro, du musst... Guck mal, ich überhole dich ja. Wir laufen nach vorne. Na los! Gute Idee! Guter Tipp, Bruder! Guter Tipp! Es bringt nichts. Ich bin nicht durchgekommen. Na los! Jawohl, ich warte am Ende auf dich. Komm schon! Ja. Jawohl, sehr gut. Nice, come on. Freunde, das war so schwer. Ich glaube, das ist... Weißt du, ich hätte es mir jetzt doch zweimal überlegt, ob ich doch im Gefängnis geblieben wäre. So schwer wie das ist und so oft, wie wir hier draufgegangen sind, das ist schon heftig.
Wow. Aber das hier war schon, das hier war schon sehr easy gerade. Oh, opa, okay. Was ist, was wartet hier? Was? Oh, oh. Guck dir den da hinten an. Nein, das ist, Bro, der lacht mich aus. Da hinten ist der Bazooka, Mann. Oh mein Gott, da hinten an der Wand, siehst du das? Wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen, der Toilet-Chef. Oh Gott. Wo ist die Bazooka? Oh nein, Alter, der hat mich mit grünem Zeug angeschmissen. Ey, hör auf damit, Mann. Das ist uncool. Wir müssen die Bazooka nehmen. Nein. Ey, dieser TV von ihm hat so ein Trollface. Du willst drauf. Auf die Tour, ja? Er hat mich mit Grimace Shake beworfen. Komm schon. Stirb, Toilette. Ich lass mich nicht nochmal in den Knast stecken. Oh mein Gott, er hat mich gleich. Nein. Er darf mich nicht holen, Freunde. Hast du ihn? Ist er nicht hinter dir her? Jawohl! Er ist ausgeschaltet. Alter, das war richtig schlimm. Das war so schwer. Alter, er hat mich mit Grimace Shake, mit Punika, mit Gönnergy Burgern geworfen. Hat er auch. Ey, das ist, also das war gerade sehr, sehr nervig. Oh, was ist das denn? Ich glaube, wir rutschen hier nämlich runter. Oh mein Gott. Oh, wir sind hier richtig durchgespült. Was ist das? Was war das für ein Geräusch? War das gerade Schwerkraft? Ich glaube, das war Zeit anhalten oder so. Ich will einfach nur hier raus. Exit! Da ist doch der Ausgang, Bro. Oh ja. Entspannt. Das ist cool, dass ein Gefängnis ein Wort... Oh nee! Ey. Hier sind Laser oben! Oh mein Gott! Okay, wer es nicht first try schafft, ist schlecht. Ich bin fast draufgegangen. Na los, komm. Timing. Alter, ist das intensiv. Oh mein Gott, okay, der Letzte. Okay. Ich sehe es, du schaffst es. Okay, du schaffst es. Ja! Komm schon! Jawoll, Mann! Sehr gut! Jetzt gehen wir raus! Komm schon! Bist du dir sicher, dass wir rausgehen? Ich glaube nämlich immer noch nicht. Guck mal raus! Hier! Oh, guck mal! Was ist da? Wir sind wirklich am Nordpol! Alter, was? Wer ist denn der Typ da vorne? Ich sehe gerade auch was. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wir werden es vielleicht auch nie herausfinden. Besser ist es. Lass uns die Metallplanken, die hier oben liegen, einfach mal darauf legen für den Weg. Okay, machen wir das mal. Boah, das ist eine richtig gute Map. Okay, wir müssen uns so den Weg jetzt ebnen. Okay, so. Hält das so? Ja, ich glaube schon, dass das hält, ja. Dann nehmen wir das hier. Wie lustig das einfach aussieht. Okay, damit muss ich jetzt hier rüber und... Nein, es ist runtergefallen. Warte mal. Du kannst den EQ-Move machen. Ich kann die gleiche Planke für... Du kannst rübergehen und dann kannst die Planke darüber legen, genau. Das ist so smart. Let's go. Und was müssen wir jetzt tun? Oh mein Gott, wir haben jetzt den Bosskampf. Das ist der Bosskampf. Titan Speaker Man! Na los! Schieß auf die Arme, Bro! Schieß auf die Arme! Ich versuch's! Okay, ein Arm ist down! Oh, ich hab ihn besiegt, glaube ich! Ja! Weg ist er! Das war's für dich! Leg dich nicht mit Heidi und Denno an! Wie geil war das denn, Alter? Und das ist eine G-Klasse, oder? Ey, let's go! Boah, das ist der Fluchtwagen. Aber warte, bevor du da einsteigst, da war doch ein Knopf mit dem anderen Ausgang. Ich bin schon eingestiegen, Mann! Ich auch. Und ich bin der Fahrer. Okay, let's go! Let's go! Alter, was für eine Straße. Einfach am Nordpol. Leute, da wisst ihr, wo die Skibbidi-Toilets ihre Basis haben. Da bist du ja, Denno. Mensch, Heidi, ich glaube, wir müssen hier oben hoch, denn du wusstest das vielleicht noch nicht, aber ich habe den Ausbruch vorbereitet und holt gleich einen Heli ab. Oha, du hast so GTA 5-Style gemacht. Ja, natürlich, sehr, sehr extra schlau. Für dich. Diesmal erreichen wir den Helikopter, nicht so wie in GTA 5, ne? Diesmal kriegen wir ihn, ganz sicher. Okay, soweit ich weiß, müsste der Kollege hier oben sein, aber der Weg hier ist nicht optimal, Bro. Hast du immer... Okay, das war jetzt ein komisches Geräusch, was ich da vor mir gegeben habe, aber ich bin runtergefallen. Da steht er schon, Achtung. Kollege ist bereit, komm schnell hoch, Heidi, du hast nicht mehr viel Zeit, Mann. Moment, ich bin gleich da, so viel Zeitdruck kann ich nicht.
Oh mein Gott, okay. Hoch mit dir, wir müssen rein, los, los, los. Die suchen nach uns. Ja, ich geh rein, na los. Rein da in den Helikopter. Yes. Oh mein Gott. Let's go.